Ich wurde von einem Hund gebissen und musste in die Notaufnahme. Angekommen im Krankenhaus saß ich, wie zu erwarten, erstmal 3 Stunden im Wartezimmer rum, bis ich irgendwann Hunger bekommen habe. Und das ist natürlich ein maximales Problem, denn, wie wir alle wissen, sind diese Essensautomaten in Krankenhäusern immer eine komplette Katastrophe. Und die geilste Errungenschaft, die du da bekommen kannst, ist ein Snickers, der da wahrscheinlich schon seit 1995 drin liegt. Aber dann habe ich diesen mega Hightech-Automaten gefunden und Leute, ist das noch Deutschland? Ich war jedenfalls ziemlich beeindruckt, habe mir geiles Essen gezogen, weitergewartet und meinen Milchreis reingezogen. Doch dann hat sich endlich ein Arzt meiner angenommen und war zu meiner Überraschung irgendwie viel besorgter als ich. Mir wurde dann Blut abgenommen und ich bin einfach, Digga, wenn man dieser Helikopter hier nochmal rüberfliegt, dann boxe ich den aus seinem Leben. Manchmal hätte ich so gerne Homelander-Laseraugen. Er kommt wirklich nochmal wieder. Mir wurde dann jedenfalls Blut abgenommen, ich glaube, um zu gucken, wie meine Entzündungswerte sind. Dann, Leute, das ist mir noch nie passiert, bin ich einfach ohnmächtig geworden. Ich schwöre, ich bin extrem hart im Nehmen, was so Blut und sowas angeht. Ist er nicht. Lass mal das Mitleid ein Abo da, denn...